Wir trinken so gerne frisch gepressten Orangensaft und dafür hatten wir bisher immer diese Handpresse hier. Ich wollte aber schon immer mal eine elektrische Orangensaftpresse ausprobieren und heute teste ich, welche mir besser gefällt und welche davon ich behalten werde. Die Handpresse vor mir ist der Citrus Juicer der Marke Huer und kostet bei Amazon 10,98 €. Der Behälter fasst 600 Milliliter und auf dem Boden gibt es einen praktischen Gummiring als Fuß. Der gelbe Siebaufsatz lässt sich herausnehmen. Genauso wie der große Aufsatz oben, der für größere Früchte gedacht ist. Außerdem sind alle Teile spülmaschinenfest und BPA-frei. Seitlich gibt es noch zwei Ausgüsse, der eine mit einem kleinen Sieb, der das Fruchtfleisch ein bisschen zurückhält, und der andere ist einfach ganz offen. Dazu gibt es noch einen praktischen Deckel, der gleichzeitig aber auch die größte Schwäche an dem Produkt ist. Er ist nämlich extrem locker. Das hat man ja wunderbar gerade gesehen, ich habe ihn nur ganz leicht berührt und er ist einfach runtergefallen. Wir bestellen immer wieder kistenweise Orangen direkt von einer Finca in Spanien. Übrigens keine Werbung, ich erwähne das nur, weil die Orangen von dort die leckersten sind, die wir je gegessen haben. Und die Handpresse hier ist zwar schon extrem gut, aber mühselig, wenn man sehr viele Orangen pressen möchte. Deshalb erhoffe ich mir sehr, sehr viel von der elektrischen hier. Also schauen wir sie uns mal zusammen an. Das hier ist der Citrus Juicer D8020A von Luc Monde. Und wenn ich mir neue Produkte suche und kaufe, dann achte ich auf sehr viele Dinge, beispielsweise Qualität, Bewertungen, aber auch Optik. Ich habe mich für dieses Modell entschieden, weil es mir von allen anderen optisch am besten gefiel und den sympathischsten Eindruck gemacht hat und sehr viele gute Bewertungen hat. Und das ist witzig, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass hier so ein anderer Stecker und ein Adapter dabei ist. Scheint wohl ein britisches Produkt zu sein. Macht technisch aber überhaupt keinen Unterschied. Die Maschine kostet etwa 26 € und man bekommt wieder einen großen Kegel, einen kleinen Kegel, ein Sieb und einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern, also doppelt so viel wie bei der Handpresse. An der Ecke ist noch eine LED-Anzeige, die im Betrieb leuchtet und den Behälter kann man ganz einfach wieder einrasten. Der Zusammenbau ist auch denkbar einfach, indem man alles einfach zusammensteckt. Alle Teile sind spülmaschinenfest, außer die Basisstation aus Edelstahl mit dem Motor drin. Der Motor hat 40 Watt und wird durch Drücken gestartet. Für den jetzt folgenden Test habe ich die Orangen im Vorfeld abgewogen und bei beiden Geräten zwei gleichschwere Orangen genommen. Und schaut euch an, wie viel Saft da schon rauskommt. Mega! Die spezielle Form des Aufsatzes presst hier einfach extrem effizient und effektiv den Saft raus und lässt keine Rückstände mehr zurück. Und das Ganze mit sehr wenig Kraftaufwand. Nach ungefähr 3 bis 4 Orangenhälften sollte man den Aufsatz dann auch ausleeren. Dazu müsst ihr den transparenten Teil nicht unbedingt abmachen, sondern könnt einfach umdrehen, bisschen schütteln und alles fällt von alleine raus. Hier sieht man ganz schön, wie frei wieder alles ist und dann kann man direkt wieder weitermachen. So, und theoretisch könnte man das Ganze mit dem beigefügten Deckel jetzt einfach in den Kühlschrank stellen. Und auf das, was jetzt kommt, war ich persönlich schon so gespannt. Ich mache hier ja nachträglich ein Voice-Over drüber, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich das Gerät zum allerersten Mal selbst live persönlich benutzt. Und es war schon ziemlich cool und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man drückt den Kegel einfach mit der Orange drunter und der Motor startet ganz automatisch. Wenn man dann anhebt und nochmal runterdrückt, dann ändert sich die Drehrichtung des Motors. Wunderschönes Ergebnis, da ist alles rausgekommen und kein Saft mehr übrig. Nachdem die 4 Hälften fertig waren, wollte ich hier nochmal überprüfen, wie viel Restsaft in dem Fruchtfleisch hier noch drin steckt und habe deshalb mit dem Finger so ein bisschen reingestochert und rumgedrückt. Das Ganze sah schon mal ziemlich gut aus und da ging auch kein Saft mehr weiter runter. Noch ein ganz kurzer Blick von oben und dann schauen wir uns den Saft auch mal von der Nähe an. Wir vergleichen jetzt hier mal die beiden Ergebnisse, wie der Saft optisch aussieht. Bei der elektrischen Presse, ja, sieht man so ein bisschen Schaum, man sieht Fruchtfleisch. Und hier genauso. Also optisch tut sich da nicht viel Unterschied. Die Orangenhälften sind auch bei beiden Seiten sehr, sehr ausgepresst worden. Also sehr schönes Ergebnis auf beiden Seiten. Jetzt wird's nochmal spannend. Wir schauen mal, wie ergiebig die beiden Geräte waren und wo mehr Saft rausgekommen ist. Wenn man dieses Glas hier bis zum Rand komplett füllt, passen 400 Milliliter rein. Und die letzten Tröpfchen, da haben wir es. Hättet ihr es gedacht? Es ist auf beiden Gläsern quasi gleich viel.
Wie vorhin erwähnt, habe ich die Orangen vorher ja abgewogen, also das sind einfach natürliche Schwankungen. Beide Geräte waren also ungefähr gleich ergiebig, was doch schon mal ein super Ergebnis ist. Alles, was jetzt noch fehlt, ist eine hochwissenschaftliche Analyse der Interaktion des Saftes mit der Zunge, deren Reaktion im Gehirn und die atomare Beschaffenheit und die daraus resultierende Viskosität. Kurzum, ich teste Geschmack und Konsistenz. Wir mögen Fruchtfleisch im O-Saft, deshalb achte ich darauf, wie viel davon enthalten ist. Ey, und ich bin ganz ehrlich, man hat geschmacklich einfach gar keinen Unterschied gemerkt. Beide haben sehr intensiv und lecker geschmeckt und hatten gleich viel Fruchtfleisch drin. So, jetzt bleibt abschließend die Frage, welches Gerät ist nun besser und behalte ich die elektrische Saftpresse oder schicke ich sie zurück? An der gelben Handpresse gefällt uns sehr gut, dass sie sehr handlich ist, so fürs schnelle Pressen zwischendurch. Dort lassen sich die Fruchtreste auch sehr leicht durch Ausklopfen entfernen und sie ist spülmaschinenfest. Negativ ist dort definitiv der Deckel, der sehr locker ist, und der Behälter ist etwas klein. Auf der anderen Seite die elektrische Saftpresse. Mit der lassen sich große Mengen an Orangen sehr schnell und komfortabel pressen. Er hat einen deutlich größeren Behälter, ist relativ leise und er braucht auch zwischendurch keine Pausen nach ein paar Hälften von Orangen. Manche elektrische Pressen gehen hier nämlich in einen Pausemodus, um den Motor zu schonen. Außerdem ist sie leicht auseinanderzunehmen und zu waschen, sieht gut aus und hat für 26 Euro ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele andere Maschinen kosten da schnell mal 50 Euro und mehr. Negatives ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, ich fand nur die LED unten in der Ecke ein bisschen sinnlos. Die geht nämlich nur an, wenn die Presse in Betrieb ist. Aber dann hört man ja, dass sie in Betrieb ist. Also wozu dann die LED? Also unser Fazit ist, wir sehen den Sinn und Zweck in beiden und werden deshalb beide Geräte behalten. Je nachdem, wie viele Orangen wir dann auf einmal machen möchten, benutzen wir halt entweder die eine oder die andere Presse. Wenn euch jetzt mehr Produktdetails interessieren, findet ihr den Link zu den beiden Pressen unten in der Videobeschreibung. Und eine letzte Frage noch an euch. Wollt ihr irgendwelche bestimmten Tests oder Reviews zu Produkten aus dem Haushalt sehen? Wenn ihr Wünsche habt, schreibt das doch gerne in die Kommentare rein. Gerne könnt ihr euch hier noch weitere Reviews anschauen oder vielleicht interessieren euch ein paar IKEA-Hacks. Einen herzlichen Dank fürs Zuschauen, euer David von Hausprobiert.